ein paar kurze Szenen bei der Vorbereitung vom Senden. Und dann habe ich ein Gedanken gelesen von diesen Kühen. Hey, Finger weg von meinem Horn! Hey! Geht doch! Was hat an diesen Aubel gedacht? Da habe ich ja nie Platz zum Baden. Was meint ihr? Die sollen dort einmal vorwärts machen. Kann man es dir sagen? Du kannst ordentlich helfen. Ich helfe ein bisschen mit, ja. So, Harry Duif, das Huren gewirrt mit der Glocke. Ist es bequem so? Hä? Ist das bequem? Ja, ja. Ja, nein, nicht einmal. Ja, das ist doch so. Ja, wichtig ist, dass er gut ist. Der Grad ist so, oder? Gut, wieder an. Hast du gesehen, Vreni? Ich glaube schon, das geht nicht vorwärts. Jetzt essen sie dort unten schon wieder. Was meinst du zum Wetter? Ja, regnen wir es nicht, aber die Sonne scheint auch nicht, für zwei wäre es schöner. Oh, das ist ja wunderbar, he? Jetzt haben wir das, was wir eigentlich am Sommer eigentlich wollen. Regen. Ja, ja, genau. Ich bin der Baldi Stoni. Meine Familie und ich haben die Alpweissiflue, die im Besitz der Ennenbürger Korporation ist, bewirtschaftet im Sommer. Und wie der Sommer etwa war, wissen die meisten. Lang trocken. Für uns hat es dann wirklich im richtigen Moment am meisten noch einmal geregnet. Das hat auch für uns die Alpzeit noch recht verlängert. Es war mir eigentlich ein guter Sommer. Wir hatten keinen Ausfall gehabt. Vom Fee her und ist eigentlich rumgelaufen sonst. Und jetzt sind wir auf dem Weg, ist sogenannte Alpabzug, wie die meisten etwa kennen hier in der Gegend. Gehen wir auf Hennenbirgen, wo der grosse Alpabzug ist, ab dem 12:30. Es ist einfach schon ein unwahrlich schöner Brauch, dass man mit den geschmickten Sämten wieder durch die Dörfer zieht. Es ist auch kein Sämter gleich. Eins ist schöner als das andere. Und weil ich hat Dörfer beim Schmicken vom Sämter vom Wald Mattli dabei sehe, bin ich letztlich ganz sprachlos gewesen, wie von Arbeit die Leute auf sich nehmen. Unter dem Filmen habe ich fast das Gefühl gehabt, dass die Kühe ebenso stolz gelaufen sind wie die Taugler und Tauglerinnen. Ich habe aber auch Leute am Strassenrand gesehen,
wo bei dem Anblick und vom Klang von diesen Trächeln ganz glänzige und feuchte Augen hatten. Das ist Heimat. Das ist wahre Freude. Ich freue mich jetzt schon auf einen Alpaufzug im Frühling 2023. Bis dann, macht's gut. Ja, nur nicht gesprengt.